Und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing von mir. Und zwar geht es sich um den Nintendo Switch Pro Controller. Ja, das ist ja einmal der erweiterbare Controller für den Nintendo Switch, womit das Spielen auch viel, viel besser sein soll, weil die echt besser in der Hand sitzt als jetzt die Joy-Cons. Ja, das hier ist einmal die Vorderseite. Da sieht man jetzt einfach mal nur mal die Abbildung davon. Und hier sieht man dann auch noch ein paar Informationen. Ja, ein drahtloser Controller, wo auch noch ein USB-Ladekabel mit bei ist. Mehr steht da jetzt nicht. Wir packen das Ganze mal aus. Und da haben wir es auch schon ausgepackt. Und da sieht man dann auch schon mal das Ladekabel. Hier. Das ist ein, ich weiß gar nicht, ein USB-C-Kabel. Oder eher Anschluss so. Ja, ist auf jeden Fall nicht so lang jetzt. Dann haben wir hier einmal die Anleitung, wie man das Ganze bedient. Man weiß eigentlich, wie man einen Controller zu bedienen hat. Und dann sehen wir hier einmal noch den Controller. So, das ist einmal der Controller. Ja, also hat auf jeden Fall schon mal viel, viel größere Knöpfe. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hier lässt sich auch viel, viel besser bedienen, die ganzen analogen Sticks. Dann haben wir hier noch so Schultertasten, die ZR und ZL-Tasten gehen so nach unten. Ist auf jeden Fall auch cool. Dann haben wir hier noch den USB-C-Anschluss und einmal eine Taste, ich weiß nicht wofür die ist, und einmal ein Lämpchen, ob es auflädt oder nicht. Und dann sieht man hier, ja, welchen Controller man gerade hat, also die Lämpchen dafür. Und ja, sonst ist da eigentlich nichts. Und man sieht nur so ein bisschen die Elektronen, wie die durchgehen. Ja. Mehr ist da eigentlich nicht zu sagen. Sonst ist es alles wie bei der Switch, die Knöpfe. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss.